So, das Telefon klingelt und die Aufzeichnung startet zum EEB-Talk heute mit Professor Dr. Katrin Schlör. Thema heute virtuell barrierefrei. Ja, Katrin, du bist Dozentin, Professorin an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg und hast heute ein Projekt mitgebracht. Es geht Barrierefreiheit, virtuelle Barrierefreiheit mit Hilfe von 360-Grad-Medien. Ich bin sehr gespannt, weil ich selber das Projekt auch nicht kenne und von daher übergebe ich jetzt einfach mal direkt an dich. Vielleicht ein paar Worte zu dir, zu deiner Arbeit und zu dem Projekt. Ja, sehr gern. Also hallo und herzlich willkommen hier aus Reutlingen. Vielleicht ganz kurz, bevor ich mit mir starte, hier zu unserer Hochschule. Also wir sind hier der 2018 vor einem guten oder vor anderthalb Jahren neu gestartete Campus der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und ein sehr netter kleiner Campus, denn wir haben jetzt ab Wintersemester 110 Studierende und sind quasi eigentlich ein Gang in einem Gebäude und daher geht bei uns alles sehr familiär und nett zu. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, bin ich hier jetzt seit anderthalb Jahren Professorin, zuständig für den Bereich Kultur, Ästhetik und Medien und komme aber aus der Medienpädagogik, habe da viele Jahre an der PH Ludwigsburg gearbeitet, viel mit aktiver Medienarbeit zu tun gehabt, auch selbstständig und ganz ursprünglich mal war ich Mediengestalterin und habe Medienwirtschaft studiert, also auf Film und Fernsehen fokussiert und wo ich immer dachte, naja, das hat alles was mit Medien zu tun, aber ist doch irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, habe ich so das Gefühl, so langsam kommt irgendwie alles zusammen und das ist eigentlich eine ganz schöne Erfahrung. Genau. Ja, ich darf euch heute ein bisschen zunächst mal unser Projekt vorstellen, das wir hier seit Anfang des Jahres oder seit März in etwa durchführen. Virtuell barrierefrei heißt es. Und ja, gebe euch da so ein paar Einblicke einfach auch in erste Projektergebnisse, so in auch die Abläufe. Also mir ist es auch wichtig, dass es nicht nur ein Projekt ist, was jetzt hier in Reutlingen stattfindet, sondern was in unterschiedlicher Form natürlich auch an anderen Standorten aufgegriffen werden kann. Und ja, bin total gespannt auch auf eure Fragen und eure eigenen Erfahrungen, Impulse und ja, finde das Format total klasse und hoffe, dass wir da ganz viel ja, spannende neue Ideen auch entwickeln können. Genau. Ja, das Projekt, wie gesagt, virtuell barrierefrei. Hier hinten sieht man auch das Logo. In unserem Projekt geht es darum, wenn man so kurz fasst, kommentierte 360-Grad-Videos zu erstellen. Und zwar geht es darum, einerseits hier die Studierenden der sozialen Arbeit zusammenzubringen mit Menschen, so war ursprünglich der Gedanke, mit räumlichen Einschränkungen, körperlichen Einschränkungen, aber trotzdem auch schon in die Breite gedacht. Und dadurch quasi 360-Grad-Videos entstehen zu lassen, die eben von diesem Tandem gestaltet sind und dadurch Einblicke in Orte, aber eben auch in Lebenswelten zu bekommen. Und da das alles ziemlich kompliziert zu erklären ist und die meisten Leute das erst verstehen, wenn man es einmal gesehen hat, würde ich euch so einen kurzen Einblick in ein Video geben, das in der Pilotphase jetzt entstanden ist. So, ich entführe euch jetzt hier an den Uracher Wasserfall in der Nähe von Reutlingen gelegen. Und wie ihr seht, hat das Video quasi jetzt oder dieses Standbild am Anfang, was auch kurz die beteiligten Personen vorstellt, ja auch schon so ein bisschen diese rundliche Ästhetik und bringt uns jetzt hoffentlich gleich zum Wasserfall. So, jetzt habe ich eine Sache nicht beachtet. Ihr hört jetzt wahrscheinlich nur mich und nicht das Video. Ich muss kurz ausstöpseln, weil es ist ein kommentiertes Video. Den Ton dazu hören. Cool. Mega cool. Was siehst du so? Ein Baumstamm. Mhm. Hier aber sind Bänke. Da ist ein Oben ist ein Weg und da ist der Wasserfall. Wie fühlt sich das an gerade für dich? Mega geil. Hättest du dir das so vorgestellt vorher? Nee, gar nicht. Dass es so anfühlt mit der Brille? Nee, gar nicht. So reell. Ja. So? Das ist entspannt, mega. Entspannt? Ja. Und klingt es auch echt, oder? Ja.
Auf jeden Fall. Fühlst du dich schon so an, als ob du da wärst? Oder? Ja. Okay. Weil ich bekomme auch so eine leichte Windbrise und alles. Spürst du? Also, ja. Du bist dann, als würdest du das spüren auch? Ja. Ah, okay. Spannend. Genau, also ihr hört mich schon? Ja, prima. Wunderbar. Genau, also das war so ein ganz kurzer Einblick in ein Beispiel. Es sind mehrere Beispiele entstanden jetzt in dieser Pilotphase, alles von Orten in und um Reutlingen. Und ihr habt gesehen, dieses Video entstand jetzt eben von den Studierenden zusammen mit Sarah. Sarah ist Schülerin an der differenzierten Berufsschulstufe der Stiftung KBF hier in Reutlingen. In diesen Schulklassen werden junge Menschen unterrichtet oder vor allen Dingen auf die berufliche Zukunft vorbereitet, die geistige und teilweise auch körperliche Behinderungen haben. Und bei Sarah war es jetzt so, dass sich vielleicht auch gar nicht im ersten Moment so direkt erschlossen hat, warum sie jetzt bestimmte Orte nicht aufsuchen kann. Das ist quasi alles dann einfach im Prozess auch entstanden. Und das finde ich ist auch so ein bisschen das Spannende an dem Projekt, dass es einfach nochmal einen ganz neuen Blick auf Barriere wirft. Und das kann ich vielleicht jetzt auch schon sagen. Mittlerweile hat sich das Ganze auch so gewandelt. Es geht nicht mehr nur einfach um diese räumliche Barriere, sondern es geht auch darum, auch bei den Studierenden vielleicht technische Ängste zu überwinden oder es geht auch um eine soziale Barriere, Menschen zusammenzubringen, die vielleicht sonst jetzt einfach nicht in einem Team zusammen einen 360-Grad-Film erstellen würden. Und genau, so ist so ein ganz kurzer Einblick in das Projekt. Ich darf auch kurz Caroline Wagner vorstellen, die mit ist. Sie ist einerseits an der Projekt- oder in der Pilotphase als Studentin im Seminar beteiligt gewesen. Sie ist aber auch studentische Hilfskraft im Projekt und kann sicherlich auch aus ihrer Perspektive noch einiges dazu beitragen. Ja, genau. Ja, ich muss mal kurz dazwischen gehen und zwar, das Ganze wird ja auch aufgezeichnet und nicht alle, die sich nachher die Aufzeichnung angucken, können sich direkt was mit 360-Grad-Videos irgendwie was verbinden. Vielleicht könnt ihr da kurz mal was zu erzählen, was eigentlich das Besondere an 360-Grad-Videos und wie erstellt man diese, wie werden diese genutzt? Genau, also ich kann vielleicht ganz kurz mal eine so eine Kamera zeigen und würde die dann auch vielleicht einfach kurz demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Also das hier ist die Kamera und wie ihr sehen könnt, hat die hier vorne ein Objektiv und die hat aber auch hier hinten ein Objektiv. Ups. Schon auf dem Stativ drauf. Das heißt, die kann tatsächlich rundherum fotografieren und die läuft auch nicht rundherum, sondern die macht es wirklich binnen, also sie löst dreimal aus, binnen, sag mal, 1,5 Sekunden oder so. Und das Besondere daran ist auch, dass tatsächlich einfach rundherum aufgenommen wird. Also so diese Grenze zwischen vor der Kamera und hinter der Kamera verschwindet völlig. Das setzt auch neue Herausforderungen an. Wo stelle ich die Kamera hin? Wer ist da drauf zu sehen? Also es stößt auch unglaublich viele Reflexionsprozesse an, vielleicht auch teilweise medienethische Prozesse, aber eben auch ästhetisch-gestalterische. Und genau, daher zeige ich einfach ganz kurz, wie man mit der Kamera umgehen kann oder wie das Ganze dann aussieht. Und Frau Wagner, wenn Sie möchten, dürfen Sie natürlich auch immer was dazu sagen. Okay. Ich stelle die jetzt mal in den Raum, dann ist es vielleicht ein bisschen spannender. Und die Kamera, mit der wir gearbeitet haben, ist die Insta360 One X. Hier ist es so, dass da die App gleich mitkommt und deshalb ist es für uns jetzt auch ganz angenehm, weil ich euch dann direkt zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Wir müssen uns jetzt verbinden mit der Kamera. Ich hoffe, das funktioniert jetzt relativ unproblematisch. Ich weiß nicht, ob Sie tatsächlich. Ah, sie ist noch nicht an. Okay. Und ich glaube dann, bevor man irgendwie große Worte verliert, was ein 360-Grad-Aufnahme ist, ist es wahrscheinlich am allerbesten, wir schauen uns das Ganze kurz an.
Ah, jetzt war sie gerade da. Sie ist gerade ein bisschen überfordert. Vorführeffekt. Genau, das passiert auch irgendwie relativ häufig. Also dazu vielleicht auch einfach nochmal, ich glaube, wenn wir was in dem Projekt gelernt haben, dann irgendwie ganz flexibel zu sein, sich nicht zu stressen zu lassen und dann funktioniert das Ganze schon. So. Und jetzt sind wir auch gleich nochmal ein bisschen anders bei uns hier im Seminarraum, genau. Könnt ihr euch hier mal umschauen. Also es ist schaulich, sieht es bei uns in Reutlingen hier aus. Aktuell ist noch vorlesungsfreie Zeit. Daher genau, ist hier alles noch ein bisschen anders bestuhlt und noch ein bisschen leer und auch ruhig. Genau. Und dann hat man eben die Möglichkeiten, entweder ein Foto zu machen. Dieses Foto wird dann auch rundherum eben gemacht. Das mache ich gleich. Oder eben in den Videomodus zu schalten und ein 360-Grad-Video aufzunehmen. Ich mache jetzt mal kurz ein Foto. Läuft dann der Timer runter. Und vielleicht habt ihr es gehört, dreimal wird ausgelöst. Und dann ist eigentlich das Bild schon fertig. Ich muss jetzt gerade noch kurz rechnen. Und dann können wir uns das Bild anschauen. Genau, wir können uns dann entweder eben da drin wieder hin und her bewegen. Oder es gibt dann auch so nette Spielereien, wie diese klassischen Little Planet-Aufnahmen. Und ja, das sind diese 360-Grad-Fotos. Oder halt eben, das Ganze gibt es natürlich auch als Video. Und dann würde ich vielleicht noch kurz was dazu sagen, wie wir konkret vorgegangen sind, eben wenn es an die Produktion dieser 360-Grad-Videos mit Kommentaren ging. Ihr habt vielleicht im Video gehört, dass die Sarah gesagt hat, oder dass jemand gesagt hat, wie sieht denn das über die Brille aus? Also eine Besonderheit bei uns, und deshalb sieht man auch so eine stilisierte Brille im Logo, ist, dass wir eben die Videos den Tandempartnerinnen und Partnern und eben dann auch jetzt einem potenziellen Publikum über VR-Brillen vorgespielt haben. Das wäre jetzt hier die Oculus Go. Hier klar mit dem Controller, aber wie ihr seht, ganz wunderbar, ohne Kabel, ohne Rechner, sondern mit internem Speicher, kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, ganz wichtig, oder eben, weil es muss ja auch immer eine einfache Lösung geben, weil sonst wären wir auch wieder nicht barrierefrei, ne? Einfach mit einer Cardboard-Brille. Kennen viele von medienbildung.com, mit einem Pizzakarton gibt es mittlerweile auch tatsächlich als fertigen Bausatz, trotzdem noch ein bisschen kompliziert, und auch da war dann wieder Barriere überwinden, ne? Es gab dann manche Schülerinnen und Schüler, die das noch wesentlich schneller hinbekommen haben als die Studierenden oder als wir. Und da einfach auch dann ja, unterschiedliche Expertinnen, Expertenrollen sichtbar werden und ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen einfach aktive Medienarbeit ganz wunderbar funktioniert. Soll ich euch kurz zeigen, wie wir die Videos erstellt haben? Ja. Ich habe es nämlich auch hier ein bisschen grafisch umzusetzen. Dann mache ich hier nochmal kurz eine Bildschirmfreigabe. Genau, also der Projektverlauf lief so ab, dass wir 6 Termine im Seminar hatten. Also 2 Termine, die wir quasi so ein bisschen vorbereitend hatten, wo die Studierenden überhaupt erstmal ins Projekt so reinfinden konnten und sich auch mit der Technik vertraut machen konnten. Da war zum Beispiel ein Beispielvideo Inside Auschwitz, wo Auschwitz aus Perspektive von Frauen dargestellt wurde, die eine Zeit dort verbracht haben und überlebt haben. Und also das war ein ganz eindrücklicher Film, wo, glaube ich, also alle Studierenden gesagt haben, das ja, war für sie einfach ein ganz spannender und wichtiger Moment. Und dann ging es eben am 3. Termin in unsere Kooperationseinrichtung. Und hier ging es jetzt darum, zunächst mal in Austausch zu kommen und ja, diese Orte rauszufinden, die irgendwo als barrierereich erlebt wurden. Frau Wagner, wollen Sie da kurz was dazu sagen? Ja, gern. Also das war sehr interessant, mit den Schülern in Kontakt zu treten. Einfach anfangs waren sie natürlich erstmal auch ein bisschen verschüchtert. Dann musste man erstmal schön eine kleine Beziehung aufbauen, kurz
Dann haben wir uns immer kurz vorgestellt, dann haben sie kurz was über ihre Hobbys erzählt und dann konnten wir schon so ein bisschen überlegen, okay, was können wir zum Beispiel bei den Hobbys, welche Orte könnten zum Beispiel in Frage kommen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel bei uns in der Gruppe einen jungen Herr mit dabei, der ist sehr aktiv und der hat in und um Reutling eigentlich schon alles gesehen. Und dann war das Praktische, wir hatten aber auch noch zwei in der Gruppe, die eigentlich nicht aus, also die sind nur unter der Woche in Reutlingen. Und da war dann das Schöne, die haben einfach noch nicht so viel gesehen. Und dann wollten sie zum Beispiel, bei uns war es jetzt gerade der Bürgerpark in Reutlingen. Und wir haben uns dann unter dem Bürgerpark in Reutlingen, haben wir uns eine grüne Wiese vorgestellt und alles Mögliche. Und am Ende war es ein Skaterplatz mit einem Wasserspiel und alle und solchen Sachen. Und es war dann auch sehr interessant. Und doch, da haben wir wirklich interessante Orte dann auch gefunden. Und anfangs war es dann bei ein paar, die wollten zum Beispiel auch auf einen Turm. Da durfte man dann aber zum Beispiel auch leider nicht hoch. Oder bei uns, wir wollten anfangs in Reutlingen in das Tübinger Tor. Das war aber leider dann auch nicht möglich. Und dann mussten wir einfach für uns Alternativen finden. Einfach alternative Orte finden und das war dann auch sehr interessant. Genau. Und halt auch eine Herausforderung, weil es eigentlich ein schönes Beispiel dafür ist, dass halt manchmal die Dinge einfach auch nicht so laufen, gell, wie man sich dann plant. Aber halt eben auch sowas, wo man dann merkt, okay, manchmal hat man vielleicht auch so ein Verständnis von Barriere, die einfach gar nicht so richtig passgenau ist, ja. Und Man muss dann einfach nochmal flexibel sein. Und dabei ist auch ein schönes Video entstanden. Ich mache jetzt einfach einen Werbeblock für unseren YouTube-Kanal, weil alle können wir uns natürlich jetzt nicht anschauen. Aber wo dann der Schüler auch in so eine Rolle kam, dass er erzählt hat über seine Erlebnisse, die er dann an diesem Ort schon hatte, die Achalm und Reutling. Und ebenso auch in eine andere Expertenrolle reinkam. Genau. Ja, dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich musst du jetzt nochmal umschalten, Tobias, oder? Nee, das kannst du nochmal freigeben. Okay, dann gebe ich es nochmal frei. So. Genau, und dann ging es eigentlich auch schon los. Die Studierenden sind dann losgezogen, haben die 360-Grad-Aufnahmen gemacht. Und man merkt jetzt auch schon hier, das war jetzt auch in der Pilotphase eher so ein bisschen assistierender Charakter. Also, wie soll man sagen, vielleicht auch so ein bisschen auch bei meiner ursprünglichen Idee angedockt, vielleicht auch so der Gedanke, diese VR-Technologie, was kann die alles verheißen? Ja, also die kann an Orte katapultieren, wo man seither noch nie war. Und ich glaube, das ist auch was sich jetzt im weiteren Projektverlauf noch mal ein bisschen öffnet. Also wo man auch schauen, inklusive Medienbildung heißt ja nicht nur, jemand macht etwas für jemanden, sondern eher, wie kann gemeinschaftlich einfach Lebenswelt dargestellt werden? Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg dann jetzt, dass wir das einfach noch mal ein bisschen stärker aufbrechen. Und dann ging es darum, dass eben unsere Tandempartnerinnen und Partner diese Orte mittels der VR-Brille anschauen konnten und dass die O-Töne aufgenommen wurden. Da hatten wir so ein Ansteckmikrofon mit langem Kabel. Ne? Also wir haben bei der VR-Brille auf das Kabel verzichtet. Beim Ansteckmikro bin ich aber noch ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, weil mir die Funkmikros doch ein bisschen zu unsicher waren. Aber es hat trotzdem manchmal zu netten Verhedderungen geführt. Aber wir haben die O-Töne aufgenommen. Und dann kam eben die Kombination, also Bild und Ton zusammenzuführen. Und am Ende stand dann natürlich wie bei jedem medienpädagogischen Projekt die Präsentation, zunächst mal intern, den Schulklassen gegenüber, also auch den Lehrkräften gegenüber und langfristig dann auch nochmal einem größeren Nutzerinnen- und Nutzerkreis. Und hier vielleicht noch so ein paar Fotoimpressionen, also hier die Kamera im Einsatz. Und so sah es dann eben bei den Aufnahmen aus. Wir haben die Aufnahmen mit GarageBand gemacht. Das iPad hat sich als sehr großer Freund von uns herausgestellt, weil wir tatsächlich einfach den kompletten Produktionsprozess auf den Tablets machen konnten. Es ließe sich sicherlich nicht nur in der Apple-Familie umsetzen, auch mit Android-Geräten, aber bei uns war es jetzt eben da sehr einfach in der Handhabung. Und hier seht ihr ein Bild, wie das Ganze dann vorgespielt wurde. Und am letzten Termin haben wir dann eben diese
ja, Cardboard-Brillen noch gebaut und rechts noch ein nettes Abschlussbild von uns allen, das wir dann auch schön analog ausgedruckt haben, dass man es dann auch immer im Bilderrahmen anschauen kann. Genau, die weiteren Schritte sind dann eben, dass diese Videos eben, wie gesagt, einem größeren Nutzerinnen- und Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden sollen in der Wanderausstellung. Und hier ist uns ganz wichtig, dass nicht nur die klassischen Kulturinstitutionen bedient werden, sondern dass man eben auch mal in eine Werkstätte geht oder in eine Jugendhilfeeinrichtung, also einfach Orte aufsucht, wo Menschen nicht automatisch mit VR-Brillen in Berührung kommen. Gibt auch noch so ein bisschen so virtuell barrierefrei on Tour. Da habe ich neulich einen Workshop in einem Jugendhaus gemacht. Das war also auch für die Jugendlichen, die größtenteils noch nie eine VR-Brille in Händen hielten, einfach ein ganz spannendes Erlebnis, auch nicht nur jetzt mit irgendwelchen hochgradig produzierten Spielen oder Videos, sondern eben tatsächlich auch einfach mit den selbstproduzierten Sachen. Einer wollte dann immer vor seinem Auto Bilder machen und sich das dann nachher anschauen. Also da gibt es unterschiedliche Zugänge. Genau, und es sollen eben wesentlich viele weiteren Videos entstehen. Wir machen jetzt mit beim inklusiven Tango-Festival hier in Reutlingen. Da wird im Rahmen vom Projektstudium dann wird eine Gruppe Workshops anbieten und dann eben auch in Tandems Reporterinnen und Reporter auf dem Tango-Festival sein. Oder wir möchten mit einer Einrichtung für geflüchtete Menschen zusammenarbeiten und eben Reutlingen mal aus der Perspektive von Menschen zeigen, die neu hier angekommen sind und aus einem ganz anderen Kulturkreis stammen. Ja. Ja, jetzt mache ich mal einen Punkt. Kann auch noch kurz was dazu sagen? Ja, natürlich, sehr gerne. Also was ich auch bei dem Projekt echt erstaunlich fand, also es hat auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, auch den Menschen mit Beeinträchtigung einfach auch die Technik näher zu bringen. Also die waren so begeistert und als wir die Tonaufnahmen gemacht haben, hatten wir immer, manchmal hatten die Leute einfach auch ein bisschen Angst oder waren einfach ein bisschen erschreckt vor der Technik. Und dann haben wir es halt dann auch so gemacht, dass dann zum Beispiel zwei im Raum geblieben sind. Dann konnte man sich einen Freund aussuchen und der blieb dann mit und hat dann zum Beispiel die Hand gehalten. Und mit der anderen Person aus der Gruppe sind wir dann raus im Schulhaus und haben dann noch Bilder gemacht mit der 360-Grad-Kamera. Und dann durften die auch selber Bilder machen und das fanden die total klasse. Und dann haben die auch immer mehr Interesse dran entwickelt und haben dann auch immer mehr nachgefragt. Also das war dann auch ganz schön zu sehen, das Interesse von denen. Genau. Das heißt, die 360-Grad-Kamera war zum einen erstmal selber, ich sag mal, medienpädagogisches Werkzeug, um mit der Zielgruppe erstmal bestimmte Prozesse auch in Gang zu setzen, zu beteiligen auch im Sinne der, ich sag mal, Sozialraumerkundung zum Beispiel. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es einfach auch dafür, die Ergebnisse wiederum anderen auch zur Verfügung zu stellen, die auch eben nicht mehr in der Lage sind, selber vor Ort diese Räume auch zu erkunden. Genau, und auch quasi so die Perspektive der Beteiligten auch anderen zu zeigen. Also ich stelle mir das spannend vor, einfach, also für uns war es ja schon spannend, ja, sie waren ja in einem ähnlichen Alter, gut, die Schülerinnen und Schüler ein bisschen jünger, aber trotzdem jetzt nicht so weit auseinander und trotzdem lebt man in ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Und da dann auch mittels der VR-Brille in die Perspektive von anderen schlüpfen zu können oder auch im intergenerationellen Bereich, ja, zu schauen, okay, wie erleben jetzt ältere Menschen zum Beispiel Stadt oder Land? Also ich glaube, dass sich da auch ein riesengroßes Potenzial generell auftut. Okay. Vielleicht geben wir jetzt einfach mal so die Möglichkeit in die Runde. Es sind ja noch einige, jetzt auch ohne Video mit dazugeschaltet, für Rückfragen. Gerne jetzt einfach per Videochat oder auch in den Chat reinschreiben oder auch Ergänzungen. Ich weiß, wir haben ja auch zwei ambitionierte Drohnenpiloten hier. Vielleicht gibt es ja auch, ich sag mal, drei sogar Pilotinnen. Vielleicht gibt es da ja auch, ich sag mal, Ideen, wie man das Projekt ja auch nochmal weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist ja so ein stetiges Lernfeld. Und da schaut man einfach, wie ist die Entwicklung, was machen andere, was kann man übernehmen, was kann man weitergeben. Aber zuerst mal in die Fragerunde. Keine Fragen, keine Ergänzung. Zu der Drohnengeschichte kann ich noch was sagen. Und zwar war ich neulich im
in Offenburg und lief da über den Markt. Und dann war eine Gruppe junger Menschen, die auch die Oculus Go hatte. Und die hatten so einen Stand und haben da eigentlich über den Schwarzwald berichtet. Und dann bin ich zu denen hin und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Und die haben erzählt, sie haben bei einem Workshop mitgemacht, wo es eigentlich darum ging, ja, so den Schwarzwald, Nachhaltigkeit und so weiter zu erforschen. Und die hatten da mit einem professionellen Filmemacher-Team eben auch tatsächlich mit der Drohne und mit 360 Grad Videografie gefilmt. Und man konnte dann, es war ein bisschen verrückt, mit der Brille über den Schwarzwald fliegen. Also es war ja so nichts unter allem für Menschen mit Höhenangst. Aber es war auf alle Fälle also eine spannende Form, wie eben da auch die Kamera zum Einsatz kam. Jetzt auf eine eher künstlerische oder journalistische Art und Weise. Aber lohnt sich für die Drohnenpilotinnen, das mal auszuprobieren. Ja, lässt sich auf jeden Fall viel verbinden. Also wir hatten ja auch bereits Anfang des Jahres einen Talk mit dem Philipp Köhler. Da ging es ja auch um 360-Grad-Medien. Und wir hatten damals in dem Kontext ja auch ein gemeinsames Werk erstellt, und zwar das Reformationsdenkmal in Worms, was ja eben auch mit einer 360-Grad-Kamera begehbar gemacht wurde. Ihr seht, genau auch hier der Fall, überhaupt nicht barrierefrei. Also für Leute, die Treppen nicht steigen können, ist das eigentlich unmöglich, das Denkmal auch von innen zu begehen und dann eben auch mit verschiedenen Stationen, verschiedene Perspektiven. Und das Schöne ja auch, man kann Medien ja auch verbinden, dass man Videos einbettet, Informationen. Ihr habt jetzt das zusammen mit in einem Video geschnitten. Hier wurden sie jetzt eingebettet. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten noch dazu. David. Genau. Also es ging darum, auch irgendwie Orte erlebbar zu machen, an die viele Menschen auch sonst nicht hinkommen können, oder? Das ist genau, also erstmal aus der individuellen Perspektive, aus der oder die Tandempartnerin nicht hinkommen kann. Aber natürlich, klar, also im Großen gedacht, das Ganze ist ja auch im Netz verfügbar, soll es durchaus so sein, dass wenn dann mal eine größere Menge an Videos da ist, es durchaus auch andere eingeladen sind, ja, so andere Orte erlebbar zu machen, aber halt nicht nur den Ort erlebbar zu machen, also nicht nur jetzt einfach ein Foto oder ein Video hochzustellen, das gibt es ja durchaus auch schon verschiedene Angebote, sondern aus der Perspektive von Menschen, die was über diesen Ort erzählen. Also wie gesagt, gerade mit Senioren und Senioren kann es ja auch eine Zeitzeugenarbeit sein oder so. Also da gibt es sicherlich ganz viel Spannendes. Und ich glaube, der Hauptfokus ist eben auch, und das wäre jetzt so ein bisschen als Ergänzung zum Philipp Köhler, habe ich mir natürlich auch angeschaut und auch mit ihm telefoniert, war ein sehr spannender Kontakt und ein spannender Talk. Aber mir geht's oder uns geht es stärker einfach tatsächlich um aktive Medienarbeit als Methode mit 360 Grad. Also gemeinsames Produzieren. Genau. Und dass da irgendwo natürlich technische Finessen jetzt nicht ganz in der Perfektion ausgefeilt sind, das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt gerade so ein bisschen bei dir auch rausgehört habe, Tobias. Ist klar, das Produkt ist am Ende wichtig und ich denke, es ist ein sind tolle Produktionen entstanden, die alle wirklich auch eindrucksvoll fanden, die daran beteiligt waren. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar jetzt mit professionellen Produktionen, sondern in der aktiven Medienarbeit ist ja auch immer der Prozess einfach das Wichtige. Und ich glaube, das war einfach die hohe Flexibilität. Ich habe zu den Studierenden am Anfang gesagt, ich kann euch noch nicht genau sagen, wie wir das mit dem Schnitt machen, weil einfach viele auch gesagt haben, boah, aktive Medienarbeit jetzt mit 360 Grad Videos, mit Schnitt habe ich noch nie gemacht. Also auch andere haben gesagt, ja, da braucht man hochprofessionelles Schnittequipment. Und wir konnten es tatsächlich alles mit GarageBand, mit iMovie lösen und sind eigentlich jetzt doch sehr glücklich. Okay. Also mit iMovie geht 360 Grad? Geht 360 Grad, genau. Super, ja. Super. Nee, also das ist natürlich ganz, ganz wesentlicher Unterschied. In dem Fall von dem Luther-Denkmal, da war das Produkt das Ziel. Das war im Rahmen einfach auch der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und in deinem Fall, wie es in der Medienpädagogik ist, ist ja der Prozess das Ziel, erstmal zu diesem Produkt und auch zu kommen. Und sehen wir ja bei ganz vielen, ich sag mal, auch Produkten oder Ergebnissen, wenn wir die jetzt selber irgendwie alleine machen würden, würden sie irgendwie toller, ästhetischer, bunter, knalliger aussehen. Aber das ist ja nicht Ziel der Sache, sondern als Gruppe eben in einem medienpädagogischen Prozess überhaupt erstmal dahin zu kommen und diese Ergebnisse dann auch weiter anzuwenden. Darum geht es ja letztendlich. Ich glaube, Lutz hat schon lange eine Frage. Bitte? Lutz hat schon länger eine Frage, glaube ich. Ja.
Da jetzt ja die Frage, wenn ich das jetzt nachmachen möchte, übernehmen möchte, also du sagtest jetzt schon, okay, mit iMovie ist 360-Grad-Schnitt möglich. Also was brauche ich erstmal generell für Equipment, was für Man-Woman-Power, wie komme ich an Ideen oder so einfach so Tipps, die ihr im Laufe des Projekts gesammelt habt? Soll ich starten oder wollen Sie, Frau Wagner? Sie dürfen starten. Okay, dann starte ich mal vielleicht einfach mit dem Equipment, weil es steht und fällt natürlich mit dem Equipment in dem Fall. Man braucht eine solche 360-Grad-Kamera, ohne die wird schwierig, aber es gibt natürlich mittlerweile auch ganz viele Apps, die 360 Grad können, aber halt jetzt nicht in dieser Form. Also ich brauche irgendeine Aufnahmemöglichkeit für 360 Grad, im Idealfall eben eine Kamera. Und diese Insta360 One X ist halt tatsächlich, das wurde mir auch von dir, glaube ich, auch und von Philipp Köhler auch bestätigt, tatsächlich einfach jetzt gerade State of the Art. Das muss jetzt ein kleiner Werbeblock sein, der jetzt bekommt da gar nichts dafür, aber sie hat halt auch ganz viel Zubehör. Also jetzt haben wir gerade über Drohnen gesprochen, das gibt es noch mit Unterwasser-Cases und so weiter. Ich glaube, da können wir auch noch ganz viel experimentieren. Also ich brauche eine Möglichkeit, 360 Grad aufzunehmen und dann brauche ich eben auch vielleicht einfach nur mein eigenes Smartphone. Also das muss jetzt nicht ein Tablet sein. Es könnte auch mit Bring Your Own Device, insofern jemand einverstanden ist, eben diese App zu installieren. Es ginge aber sogar auch ohne die App, also einfach die Aufnahme an der Kamera zu machen und sie dann am Rechner oder so anzuschauen. Und dann, wenn ich jetzt eben die Tonebene integrieren möchte, brauche ich ein Schnittprogramm. Jetzt bleibt man einfach in dem iPad-Universum. Wie gesagt, mit iMovie ist es tatsächlich ganz einfach möglich. Also ich spiele aus der App heraus dieses Video und ich kombiniere es dann mit Ton, entweder direkt draufgesprochen oder Musik. Es gibt sogar Musik, die man über iTunes direkt in der App dann drüber spielen kann. Und dann... genau, muss man es einfach ausspielen und dann wahlweise über YouTube anschauen. YouTube hat ja auch diese VR-Brillen-Option bei den Handys. Dann kann man es eben auch hier mit diesen Cardboards anschauen. Oder halt, wenn man jetzt wirklich den absoluten Genuss haben möchte, dann halt eben mit den VR-Brillen. Und wie gesagt, jetzt bei der Oculus Go, die Oculus Quest hat es jetzt ja auch, ist halt der interne Speicher das Praktische. Man zieht es einfach tatsächlich relativ schnell rüber. Wenn man mal verstanden hat, wie das alles funktioniert, dann geht es tatsächlich ziemlich schnell. Also das wären so die Komponenten. Und man sieht, man kann es jetzt eben so aufziehen wie wir, also mit Kamera, mit iPad, mit Mikro, mit VR-Brille. Man könnte es aber auch tatsächlich im Kleinen, um sich mal so ein bisschen heranzutasten, auch einfach mit einer 360-Grad- App machen. Man könnte das dann ja einfach mit Musik unterspielen und dann mit so einer Cardboard-Brille anschauen. Ich habe mal gerade quer gesucht. Also für Android gäbe es auch die Möglichkeit mit der App V360 Video Editor und mit Fear Editor für iOS und Android 360-Grad-Videos direkt auf dem Tablet zu bearbeiten. Super. Also dass man auch eine Alternative für Android genau. Lutz, du hast gemeldet. Ja. Lutz, dein Ton ist aus. Okay, jetzt hat es wieder ausgemacht, ja. virtuelle Rundgänge mit Videos. Habt ihr das gemacht? Wäre eine Frage, geht das dann auch zum Weiterklicken mit YouTube? Das weiß ich nicht. Und die andere Frage noch davon unabhängig, habt ihr die Videos einfach aus der App genommen, von wegen Videoqualität, oder habt ihr die auf Mac-PC überspielte Qualität genutzt? Ja, wichtige Frage. Also erstmal zu deiner ersten Frage. Wir haben es nicht gemacht mit den Rundgängen. Einfach, um auch die Komplexität ein bisschen geringer zu halten. Wäre aber eventuell noch was man weiterentwickeln könnte, kann ich aber null Erfahrungswerte berichten. Was eine Gruppe gemacht hat, die sind durch Rottweil und Tübingen gelaufen mit dem Selfie-Stick. Den gibt es auch noch als Zubehör. Das Spannende an dem ist, der retuschiert sich raus.
Also man kann tatsächlich dann einfach so die Kamera halten. Sieht dann ein bisschen komisch aus, weil man denkt sich dann, warum hält die Person die Hand so? Aber vielleicht kann man ja da dann noch irgendwie nach einer spannenden Geschichte suchen. Aber auf alle Fälle, man kann dann theoretisch mit jemandem eine Stadtrundführung machen und so einfach mitlaufen. Problem ist aber, Stichwort Motion Sickness verträgt halt nicht jeder. Also da muss ich sogar sagen, ich bin jetzt bei so professionellen Spielen oder so, das macht mir jetzt überhaupt nichts aus, aber bei den real anmutenden 360-Grad-Geschichten, wenn da jemand läuft, da... Sagst du noch gerade was dazu, was sich hinter dem Begriff verbirgt? Ja, genau. Also, dass einem einfach schwindelig wird, dadurch, dass sich das Bild bewegt. Und durch die Immersion denkt man ja, man befindet sich jetzt gerade in dieser Szenerie, die man sieht, aber der Körper bewegt sich nicht. Also wir haben auch immer Wert drauf gelegt, dass man sich auf Bürostühle gesetzt hat, wenn es irgendwie ging oder halt zumindest stehend war, also nicht auf einem statischen Stuhl gesessen ist, dass so ein bisschen Bewegung noch da ist. Und was mich jetzt so mal ganz brennend interessieren würde, kannst du die 360-Grad-Kamera bei Zoom einstellen und dann direkt 360 Grad in die Videokonferenz streamen? Wäre schön, glaube ich. Oh, das wäre natürlich eine spannende Geschichte. Probiere ich gleich aus. Ich würde kurz noch was zu der Technik sagen. Ja, genau. Also der David Qualität. Hat ja noch eine Frage und der Lutz auch noch. Und vielleicht können wir das am Anschluss einfach mal ausprobieren. Das genau. Ich hole es ja schon mal runter. Ne? Aber also zur Qualität. Ja, die Qualität leidet. Also das stimmt absolut. Ja. Ich wollte aber so ein All-in-One-Medium, also das wirklich einfach alles auf dem Tablet, alles niedrigschwellig, alles an einem Ort und ohne den Rechner dazu. Ja? Den haben wir gebraucht am Ende tatsächlich, um es dann nochmal auszuspielen. Bei uns war jetzt die maximale Qualität 4K. Das geht natürlich noch mehr. Es geht wohl auch mehr, habe ich in Foren nachgelesen, werden wir jetzt versuchen zu berücksichtigen. Ja, wobei, also 4K klingt ja erstmal ausreichend, aber das 4K bezieht sich ja auf das komplette 360-Grad-Spektrum und eben nicht auf ein 16:19-Bild, wie wir das am Monitor haben. Von daher genau. Nur mal zur Erklärung, warum das relativ noch schlecht ist. Lutz, ich hatte dich, glaube ich, unterbrochen. Oder hast du noch eine Ergänzung? Das war die Frage mit dem mit der Qualität. Also ihr habt es nur am iOS-Gerät gemacht. Genau. Okay. Aber immerhin, ne? Also das war die positive Überraschung des Projektes, dass es alles an diesem Gerät ging, weil alle mir prognostiziert haben, das wird nicht funktionieren, da wird die Rechnerleistung nicht ausreichen und ich da ganz viel Optimismus an die Studierenden verbreitet habe. Gell? Frau Wagner, Sie haben es nicht gemerkt, dass ich da selber total schwimmend war, ob es wirklich klappt. So, jetzt versuche ich es mal mit der Mal hattet ihr da, Tobias, hattet ihr das da auf dem PC gemacht, qualitätstechnisch? Die Bilder natürlich nachbearbeitet, ja, sicher. Also wir haben ja nur Fotos gemacht mit der Panono, das ist ja diese Kugel mit den 36 Kameras mit drin. Und die Bilder, die haben wir im Prinzip noch nachbearbeitet in Photoshop und auch das Stativ auch noch rausgearbeitet. Ja. So. Also nee, funktioniert nicht. Also zumindest habe ich jetzt keinen Button gefunden, über den ich das irgendwie machen könnte. Also wenn die als Kamera erkannt wird, müsstest du die links unten bei Video abbrechen, ist der Pfeil nach oben, da kannst du die Kameras umschalten. Also ich habe es mit dem Vorgängermodell mal probiert, es wird nicht angezeigt. Okay. Ja. Und dann müsste ja auch softwaretechnisch irgendwie vorgesehen sein, dass man dann sich drehen kann, also dass man das Bild drehen kann. In Zoom. Ja. Ja, als Teilnehmer. Also hier geht es auch nicht. Ich habe es jetzt über Inhalt, okay, von zweiter Kamera zeigen. Aber das wäre natürlich toll, so ich sag mal mobile 360-Grad-Livestreams ohne großen technischen Aufwand. Also ich sag mal mit der Theta geht das, glaube ich, mit einer zusätzlichen Software über einen PC. Aber jetzt direkt irgendwo, das wäre natürlich mal eine Ansage an Zoom und an die Kamerahersteller. Ja, das stimmt. Genau. So. Aber halt ganz einfach über die App. Und wie gesagt, auch am Smartphone. Also, ja. Elen, du hast auch eine Frage. Ja, nee, funktioniert das jetzt nicht bei YouTube zu streamen mit der Kamera? Achso, das müsste funktionieren, habe ich aber noch nie probiert. Also hier jetzt ging es nicht mit der Bildschirmfreigabe in Zoom. Ja. Aber bei YouTube kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es... YouTube das ja anbietet, würde ich mal davon ausgehen, ja. Wenn ich mit dem Handy nach YouTube direkt streamen kann, dass ich das mit der Zoom im Zweifelsfall auch könnte. In Zoom live zu streamen?
in Zoom rein. Leider nicht. Also Zoom, YouTube hat vorbereitet, dass es 360 Grad Livestreams akzeptiert. Ja, das ist Software vorbereitet. Zoom hat keine Softwarevorbereitung für, um ein 360 Grad Video einzubinden. Ah, okay. Ja, man könnte das höchstens parallel machen. Das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich also Zoom-Webinar hatte und gleichzeitig auf YouTube in 360 Grad gestreamt habe. Nein, meine Frage war, dass es in Zoom nicht geht, ist völlig klar. Okay, okay. Aber ich denke, nach YouTube kann man live streamen. Ja, ja. Tobias' Frage war ja, das wäre ja geil, wenn man irgendwo durch die Gegend redet und alle können den 360 Grad Livestream sehen. Das geht. Und ich denke, nach YouTube sollte das gehen ohne Probleme. Das geht, das geht. Das geht wirklich gut. Ja, das geht auch in ziemlich hoher Qualität. Ist ja genauso eine proprietäre Plattform wie Zoom, dem Steady sollte man sich da nicht so viel Gedanken drüber machen. Ja, mein Gedanke war halt eher so die Kamera in Verbindung mit Smartphone oder Tablet, dass man da was machen kann und nicht immer einen Laptop irgendwie mit dabei haben muss für einen 360-Grad-Stream. Also kann man einfach mal weiterdenken. Gut, okay, super Einblick in das Projekt. Gibt es denn jetzt von den Anwesenden nochmal Anmerkungen oder Rückfragen, Ergänzungen? David? Genau, also was mich interessiert ist, die sozusagen, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, ja, dann kann es ja auch sein, dass man wen live mitnimmt in 360 Grad. Mhm. Ja, und also parallel sozusagen dann den 360 Grad Livestream auf YouTube hat und die Interaktionsmöglichkeit auf Zoom beibehält. Und dann könnte man nämlich sagen, okay, schau mal dorthin in die Straße noch rein, das würde mich interessieren, oder auf den Nebenberggipfel oder auf den Turm von der Burg. Ja. Noch, wo ich sonst nicht mitkommen kann. Ja. Ja. Da muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, David, deine virtuellen Stadtführungen, die sind vielleicht auch nicht jedem so präsent. Also das finde ich ja auch klasse, wie man mit Hilfe von Zoom, Gimbal und Smartphone im Prinzip auch so virtuelle Stadtführungen per Zoom machen kann. Und ich glaube, du meintest gerade so eine Verbindung von 360-Grad-Stream und auch so einer Stadtführung, oder? Genau, das könnte man machen. Ja. Und eine weitere technische Verbesserung wäre, wenn man den Livestream, und es gibt ja auch mittlerweile 360-Grad-Kameras, die 360, die 3D auch noch mit reintun. Mhm. Ja, weil ich weiß nicht, wer schon mal ein 360-Grad-Video in 3D gesehen hat. Leider nicht. Okay, also die Pornoindustrie ist da ganz toll. Also, das ist natürlich. Leute, der mir davon erzählen kann, habe ich noch nicht getroffen. Ist natürlich ganz, ganz ein anderer, ganz ein anderes immersives Erlebnis. Mhm. Ja. Der WDR hatte das mal, oder auf der letzten IFA, glaube ich, da hat der WDR hat so Bildungsvideos über den Bergbau im Ruhrgebiet gemacht, und das war auch so ein immersives 3D-Video, also aber auch mit Aufgaben, also wo man dann sozusagen noch Sachen erlegen musste, damit der Stollen nicht einstürzt. Und das Schöne ist, das war nicht nur 3D, die haben auch noch Wärme und Gerüche in ihre Box verpackt sozusagen. Also es wurde, je tiefer der Förderschacht ging, desto wärmer wurde es. Und desto mehr stank es nach diesem Kohlestaub und so. Das war schon sehr spannend. Also. Dann vielleicht noch eine Anmerkung. 360 Grad, auch wenn es mit 3D ist, ja, das Erlebnis wird immersiver, aber es ist eigentlich tatsächlich noch nicht virtuell, weil es wird ja nichts anderes als die Realität abgebildet. Mhm. Ja, wenn man jetzt genau ist und sagt virtuell barrierefrei, dann müsste man eigentlich gemeinsam in VR reingehen. Das ist mir bewusst, muss ich tatsächlich sagen. Aber was ich vorher so ein bisschen verschwiegen habe, ich habe Medienwirtschaft studiert und war da auch in der Öffentlichkeitsarbeit, und da muss man ja dann immer die bisschen einfachen Geschichten und das Plakative und so. Da kommt die Seite so ein bisschen rein. Ne? Aber klar, die Unterscheidung muss man natürlich, wenn man es genau. Und dann möglicherweise noch irgendwie, also nicht jetzt nur von der Terminologie, also da möchte ich jetzt auch nichts, keine Kritik oder so, es wäre eine mögliche Projektfortsetzung, zu sagen, man geht mit Menschen mit Beeinträchtigung und mit anderen in VR-Welten und hat dann plötzlich die gleichen Möglichkeiten, und es fällt,
Also zum Beispiel fällt weg, wenn jemand auf den Rollstuhl angewiesen ist, das ist dann plötzlich, spielt das keine Rolle mehr. Es ist nicht mehr sichtbar. Man hat die gleichen Bewegungs- und Interaktionsmöglichkeiten. Und das finde ich dann total spannend, da dann aber auch zu gucken, also inwiefern, was macht es mit Menschen, ja, und können sie sich überhaupt dann mit diesem virtuellen Ich identifizieren? Also ich glaube, das wäre tatsächlich auch mal eine ganz spannende Forschungsfrage. Also, Ja, ist auf jeden Fall ein Feld, wo man sehr viel ausprobieren kann und muss, sehr viel kombinieren kann und wo es wahrscheinlich auch sehr viele, ich sag mal, Momente des Scheiterns geben wird, weil es dann nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber ich meine, genau dafür ist ja auch hier so ein Austausch einfach da, dass man auch voneinander profitieren kann und auch mal schaut, was macht denn der andere und gemeinsam mal entwickelt, wie kann man eigentlich so eine ganze Geschichte auch weiterdenken. Genau. Ja, dann danke, Katrin, für den tollen Einblick in das Projekt Virtuell Barrierefrei. Und nochmal so die letzte, genau hier, den Shake Hands, nochmal so die letzte Möglichkeit auch für die nicht bildanwesenden per Chat noch Rückmeldung zu geben. Ich würde noch ganz kurz was sagen. Ja. Also was ich sehr schön fand, auch im Nachhinein vom Projekt, ich bin vor 3 Wochen bin ich durch Reutlingen gelaufen und bin auch auf einen Schüler getroffen, der bei dem Projekt mitgemacht hat. Und der ist dann auf mich zugekommen, hat sich dann mit mir unterhalten und wir haben dann auch nochmal kurz über das Projekt geredet und er hat dann auch nochmal gesagt, dass er sich total freuen würde, wenn man das nächstes Jahr wieder macht. Und super. So fand ich das auch echt nett, dass er dann auch auf mich zugekommen ist und so gesagt danach, wenn man sich sieht, auch noch weiterhin Kontakt besteht. Also das haben wir auf jeden Fall geschafft, da Kontakt aufzubauen. Genau. Ja. Da finde ich, passt doch wieder wunderschön der Satz, Medienhandeln ist soziales Handeln, oder? Ja, aber das ist, glaube ich, das positive Resultat einfach von jedem erfolgreichen Projekt, dass, ich sag mal, nachhaltig einfach Beziehungen entstehen und die auch einfach bleiben. Und das ist, glaube ich, bei jedem Projekt einfach schön. Genau. Lutz. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe gerade geguckt, bei der Insta360 muss man mit dem Kabel verbinden, mit dem Handy, wenn man Livestream machen will. Das geht dann nicht per WLAN, wie wir es sonst gewohnt sind bei der, sondern mit Kabel verbinden. Mhm. Okay. Okay, dann danke nochmal für die Rückmeldung und das Nachschauen. Gut, dann nochmal, wie gesagt, im Namen aller herzlichen Dank, Katrin, auch dir, Caroline, auch fürs heute Erscheinen vom Bericht über das tolle Projekt. Euch auch allen Dank für den tollen Input, für das Zusammenführen der ganzen Ideen, Informationen. Und ja, dann wünsche ich euch einfach nochmal am Schluss schönes Wochenende. Wir gehen ja auf den Freitag zu, auch wenn Fahrpersonen, das Wochenende jetzt nicht frei haben. Das ist ja das Thema eines jeden Talks, wenn ich dann das schöne Wochenende. Ich wünsche auf jeden Fall ein entspanntes Wochenende, auch wenn ihr arbeiten dürft. Und euch zu Hause auch alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Und auch von unserer Seite vielen, vielen Dank für euer Interesse und die Fragen und für die Möglichkeit, hier über das Projekt zu berichten. Tschüss. Tschüss.